Löschfahrzeug 2, Drehleiter 2, sowie Gerätewagenmesstechnik. Einsatzgrund, H2, Gas. Beachten Sie den Hinweisplan 1005 für diesen Einsatzgrund. 8 Uhr morgens. Explosionsgefahr in der Schweriner Innenstadt. 90 Sekunden braucht der Löschzug, vom Alarm bis zum Ausrücken. Gasausströmung? Gas? Gas. 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 Also einmal extra schützen. Examen ist an. Goethestraße, ja? Ja. Ja, wir müssen auf Ex-Geschütz umsteigen. Ne? Also die Funkgeräte, die wir hier haben, sind nicht Ex-Geschütz. Ja. Deswegen haben wir gerade bei explosiven Stoffen halt Ex-Geschütze Funkgeräte. Und dann halt alles, was Funken machen können oder statisch die Aufnahmen mit den André Nickel und Alexander Neu sind heute der Angriffstrupp. Das heißt, sie gehen als Erste in die Gefahr. Ihre 24-Stunden-Schicht hat gerade begonnen. Das war ganz komisch, man hast du ewig keine Ruhe, das sind kleine Einsätze, aber in letzter Zeit ist viel. Zugführer Robert Bonk weist ein. Müssen wir dann übernachten, habe ich jetzt noch nicht gefragt. Ja? Dann geht ihr erstmal erkunden. Nehmt euch noch zur Not das PIW aber vom GW Mess mit, das ist noch ein bisschen feinfühliger. Ja, und dann gehen wir nach oben. Einsatzleiter Markus Holz versucht inzwischen mehr Informationen von der Bewohnerin der betroffenen Wohnung zu bekommen. Sie wohnt im zweiten OG? Sie wohnt im zweiten OG. Sie sind im zweiten OG. Ja, gar nicht. Weil sie ist ja die ganze Zeit. Aber gerochen. Auch sie haben das gar nicht. So. Sie ist ja die ganze Zeit in der Wohnung gedient und sind reingegangen und dann haben wir diesen Gasherd. Haben Sie einen Gasherd? Ja. Sie haben einen Gasherd. Ja. Und das, sie haben den Geruch eindeutig festgestellt. Wir sind reingekommen und direkt. Nur in der Wohnung oder auch im Flur? Erstmal nur in der Wohnung haben wir das gerochen. Ja. Okay. Ich habe nichts gerochen. Das ist das Schlimme. Ja. Ich hätte mir jetzt wahrscheinlich irgendwann einen Kaffee gekocht. Ja, da, guck mal, ich glaube, die Kollegen haben auf der anderen Seite mit dem RTW schon die Straße dicht gemacht. Wie sieht es hier hinten aus? Da steht die Straßenbahn. Da kommt ja gar keiner durch. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr auf der anderen Seite den RTW rausnehmen könntet. Dass ihr die andere Seite dicht macht, da, dass der RTW frei wird. Nur rund 20 Mal im Jahr rücken sie zu solchen Gaseinsätzen aus. Er sagt mir gleich nochmal durch den Messwert, falls Sie was haben. Und Gasversorger noch? Gasversorger. Ja, wenn dann Gasgeruch wahrnehmbar ist, dann müssen Sie zumindest auch kontrollieren, ob die Leitung läuft. Ja, Ruhe bewahren und keinesfalls irgendwo klingeln, irgendwelche elektrischen Geräte benutzen. Das liegt natürlich auf der Hand. Eine hohe Gasentwicklung in Verbindung mit einem Funken, das endet übel. Ja, aber unsere Geräte sind ex-geschützt, dementsprechend da kann nichts passieren. Wie gesagt, die Kollegen prüfen jetzt. Wir würden auch den zuständigen Gasversorger informieren, wenn wir etwas feststellen. Aber jetzt sind wir erstmal zur Erkundung. Die Leitstelle Schwerin. Sie liegt zentral auf dem Gelände der Hauptwache. Hier landet jeder, der den Notruf 112 wählt. Ob in Schwerin, Wismar, Ludwigslust oder Nordwestmecklenburg. Lisa Stolle hat gerade ihren Dienst als Disponentin begonnen. Der Notruf Feuerwehr-Rettungsdienst. Wo ist der Notfallort? Und wie alt ist er? 79. 79, okay. Ist er denn jetzt ansprechbar? Klaus? Ja, knapp vorhin. Er war vorhin schon wieder so komisch. Er sieht auch so komisch aus. Was heißt? Ich wollte ihn eben auf die Couch bringen, aber das schaffe ich nicht. Er sitzt in der Küche hier auf dem Stuhl jetzt. Ja, also Sie können ihn jetzt nicht auf den Boden legen? Na, ach so, soll er auf den Boden? Na, wenn er nicht so richtig da ist? Also wenn Sie ihn ansprechen, reagiert er jetzt, ja oder nein? Nee, jetzt ist er sitzt schon wieder hier so. Ja, dann legen Sie ihn bitte hin. Ist er Diabetiker? Auf den Boden und dann? In die, stabile, dann in die stabile Seitenlage. Ja, aber er dreht die Augen. Ja, ich kriege ihn nicht runter vom Stuhl. Ja, ganz, ganz ruhig jetzt. So, also er redet jetzt noch mit Ihnen, ja? So ist er jetzt immer gewesen. Damals kam er auch zu sich. Ja, Frau, hören Sie, ich schicke Ihnen jetzt Hilfe raus, ja? Wenn sich jetzt der Zustand noch mal verschlechtern sollte bei Ihrem Mann, rufen Sie bitte noch mal an, ja? Ja, ja. Ne? Hilfe ist unterwegs, ja? Haben Sie denn mal den Zucker gemessen? Ihre Kollegen merken, die Situation ist ernst. Sie schicken parallel schon mal einen Rettungswagen los. Also ja, das jetzt, war jetzt blickig, hat gehört, dass ich da quasi einen Rettungswagen brauche.
und hat das dann quasi für mich übernommen, weil ich ja noch im Gespräch mit der Frau war. Genau, damit da halt kein Zeitverzug ist. Ne? Also so unterstützen wir uns dann auch gegenseitig, wenn wir das mitbekommen. Ja, sie kann jetzt nicht auflegen oder derjenige, der jetzt telefoniert, und helfen uns dann, um Rettungswagen-Notarzt zu organisieren. Leitstellen sind besonders gesicherte Bereiche, gehören zur kritischen Infrastruktur, dürfen niemals ausfallen und sind rund um die Uhr besetzt. Hier in Schwerin koordinieren insgesamt 40 Disponenten alle Rettungs- und Feuerwehreinsätze in der Region zwischen Ostsee und Elbe. Das zweitgrößte Einsatzgebiet Deutschlands. Schätzen Sie die Situation falsch ein, kann das dramatische Folgen haben. Ich kann ja auch nicht durchs Telefon gucken. Ich sehe ja auch nicht direkt den Patienten, wie er dort in der Häuslichkeit ist. Wir haben ja dieses Abfragesystem hier, dieses DIAS. Daran stellen wir ja die Fragen und der gibt uns dann ein Stichwort raus, nach dem wir dann handeln. Danach entscheidet Lisa, ob sie bei einem medizinischen Notfall einen Rettungswagen mit oder ohne Notarzt bzw. Ärztin rausschickt. Sie werden bei akuter Lebensgefahr angefordert. Zwei Notärzte und bis zu 6 Rettungswagen stehen für das Stadtgebiet in Schwerin bereit. Zu mehr als 20.000 Einsätzen rücken sie hier im Jahr aus. Für Notarzt Stefan Bleise ist das heute Morgen schon der 3. Bei einer älteren Dame ist der Blutdruck bedenklich hoch. Schlimmstenfalls drohen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Noch in ihrer Wohnung kann der Arzt sie stabilisieren. So, jetzt sind wir im Rettungswagen. Wie geht's Ihnen momentan? Was macht der Herzschlag? Fühlt sich ein bisschen angenehmer an, ja. Das Herz nicht mehr ganz so schnell. Ja. Ja, die Kollegen bringen Sie nach Schwerin ins Krankenhaus. Und wenn es jetzt ihr besser geht, dann lassen wir das genauso. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Alles Gute für Sie. Ne? Danke schön. Tschüss. Die Patientin hatte eine Blutdruckumstellung, weil sie ein Präparat nicht vertragen hatte. Das war durch den Hausarzt umgestellt worden. Und jetzt gab es während der Einstellungsphase immer wieder Blutdruckschwankungen. Und da war jetzt der Blutdruck einmal außer Rand und Band geraten. Das haben wir ein bisschen eingebremst. Und jetzt geht es ihr deutlich besser, sodass sie jetzt in der Klinik einmal untersucht wird. Und dann kann der Blutdruck dort in aller Ruhe eingestellt werden. In Schwerin läuft immer noch der Gaseinsatz. André und sein Kollege Alex sind zurück von ihrer Erkundung. Der Herd in der Wohnung war tatsächlich undicht. Die beiden haben ihn von der Leitung abgezogen und den Anschluss gesperrt. Schacht gemessen, den Herd nochmal gemessen, abgezogen, den Gasherd, der Hahn ist dicht, der Zähler ist dicht. Ja, vergelüftet und das war's. Okay. Keine Ausschlag im Also auch, das Gerät hat auch gar nichts angezeigt. Gar nichts. Nur den Geruchwahrnehmer. Genau. Okay, dann bleibt das LF1 hier. Hat der B-Dienst ja gerade gesagt, der Rest fährt rein und dann gucken wir mal, dann ziehen wir euch gleich in die Querstraße rein, dass der Verkehr hier weiter fließen kann. Bis auf das Löschfahrzeug kann der Trupp einrücken. Für die BF zu, bis auf das LF1 zum Abmaß fertig. LF1 zieht einmal vorne die Querstraße rein, dass wir die Straße hier wieder freigeben können. Bei Einsätzen wie diesen wissen Alex und André nie, was sie erwartet. Mit den Jahren wird man ruhiger nachher. Also die ersten Jahre war es natürlich ein bisschen aufregend noch, aber je länger man dabei ist, besinnt man sich auf das, was man nachher gelernt hat und was so einen die Erfahrung mitgibt. Ja, Teamwork ist ein essentieller Teil, also wirklich, gerade wenn man so zu zweit reingeht, ist es sehr wichtig, man kann sich aufeinander verlassen. Das ist wahrscheinlich auch das, was einen schnell macht und sicher macht. Wenn man sich darauf verlassen kann, geht man doch entschlossener vor, als wenn man zögert und sagt, na, wer weiß. Man hat ja für jedes Einsatzstichwort letztendlich irgendwo einen Fahrplan im Kopf, wie man handelt, wie man vorgeht. Auf der Wache haben die beiden übrigens den Spitznamen das A-Team. André und Alex rücken am liebsten gemeinsam aus. In der Leitstelle hat auch Lisa ordentlich zu tun. Zwischen 9 und 14 Uhr ist immer am meisten los. Der Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst, wo ist der Notfallort? In Dobbertin, am Kloster. Ja. Hausnummer gibt's nicht, aber nehmen Sie die 1, wenn Sie eine brauchen. Ist das Behindertenwohnheim, ja? Ja, die Werkstatt. Was ist passiert? Blutdruck sehr hoch, er atmet noch, ist kaum ansprechbar. Ja. Niedriger Puls, kaum noch Farbe im Gesicht. Okay, also wenn Sie ihn ansprechen, reagiert er gar nicht? Nein. Nein, auch nicht, wenn Sie ihn schütteln, rütteln? Nein.
gar nichts. Und er atmet noch normal, ja? Er atmet. War denn im Vorfeld irgendein Krampfanfall oder irgendwas gewesen? Nein, kein Krampfanfall heute Morgen. Gar nichts, okay. Können Sie ihn in die stabile Seitenlage legen? Wir machen stabile Seitenlage, ja. Genau, wir kommen raus, ja? Okay, ciao. Tschüss. Auf den Monitoren sieht Lisa anhand der unterschiedlichen Farben und Nummern, welche Rettungswagen wo im Einsatz sind und welche zur Verfügung stehen. 10 Minuten nach der Alarmierung müssen sie beim Patienten sein. Bevor die 30-Jährige in die Leitstelle wechselte, hat sie wie alle hier beim Rettungsdienst gearbeitet. Und wie die meisten auf der Wache ist sie außerdem noch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich finde es einfach schön, den Menschen, die in der Notlage sind, als Erste quasi Hilfe zu vermitteln. So, ne? Dass halt jemand rauskommt jetzt, ihnen hilft und auch am Telefon ihnen sagen können, was sie halt schon machen können für den Angehörigen oder Bekannten oder Verunfallten auf der Straße, wie auch immer, dass ich die halt so ein bisschen dann anleiten kann. Liegt kein weiterer Einsatz an, so wie heute Vormittag, heißt es für die Feuerwehrleute Arbeitsdienst. Raus, alle Geräte rausnehmen, gucken, überprüfen auf Funktionalität und Betriebsstoffe vollzählig, Fächer auswischen und halt, wie gesagt, so kleine Reparaturen dann sofort erledigen. Alex kümmert sich um das Löschfahrzeug. Kein Zentimeter wird ausgelassen. Wir haben praktisch alle 14 Tage dann mal 4, 5 Tropfen kriegt. Gibt so eine Liste, die hat der Kollege, glaube ich, unten gerade. Momo, hast du die Liste? Wo wir praktisch bestimmte Punkte abarbeiten, dass es immer wieder gleich ist. So wie alles, so wie wir vorhin schon sagten, beim Einsatz. Es gibt so die Standardparameter, die man abfährt und damit ist man sicher und schnell. Also dieses Fahrzeug ist im Einsatz und wenn es jetzt losgeht, dann wird wirklich alles schnell raufgeschmissen, dann fahren wir von hier aufkommen. Zur Lieblingsbeschäftigung gehört dieser Dienst nicht unbedingt. Ich habe 2 Kinder und einen Hund. Bin ganz gerne mal noch handwerklich unterwegs. Da, ja, ich müsste schwindeln. Spätestens wenn meine Frau es sieht, die würde mir. Du bist jetzt wieder in der Halle drauf, ne? Ja. Aber hier gibt es halt keinen Weg dran vorbei. Dadurch, dass das halt auch wieder genau niedergeschrieben ist, wann was zu tun ist. Es ist fast Mittag. Großeinsatz der anderen Art. Die Berufsfeuerwehrleute kochen jeden Tag füreinander. Heute sind Maro Luckau und Markus Schilfer dran. Ja, also eine Schicht vorher fragt man, wer als nächste Schicht kocht. Also macht ja schon die Planung und dann kann der Kollege sich überlegen, was er kochen möchte und dann auch schon Einkaufsliste. Und dann entweder fahren wir an den Tag noch einkaufen, sonst fahren wir morgens immer noch vorm Küchen, also vorm Startschuss, nachdem wir die Fahrzeugübernahme gemacht haben, einkaufen. Und dann geht das so los, das große Gekoche. Nichts für Vegetarier. 9 Kilo Fleisch verarbeiten sie hier fast täglich, solange kein Einsatz dazwischen kommt. Stimmt, bist du mit erledigt. So wie heute Morgen der Gasalarm. Jetzt sind sie spät dran. Aber du kannst ja mal zum GVI gehen und Bescheid sagen, dass du später essen musst. 3 Viertel, oder? Ja, 3 Viertel. Ja, also ein Einsatz geht vor, ne? Und wenn der Einsatz halt länger dauert, dann kann das auch sein, dass wir erst um 1 essen. Das ist eben so. Man kann ja jetzt nicht sagen, ich fahre nicht raus. Das ist eben so. Wenn ihr habt, hätte ich gerne noch den Zoom, das Kassett. Ja, warte. Nein, das haben wir uns alle so angenommen. Das ist so. Das wird vom Generator. Und tatsächlich. 11.45 Uhr ist das erste Essen auf den Tellern. Auch bei André und Alex. Ja. Extra wenig für Fleisch. Ja, ich habe mich oben bedankt. Bitte. Essen ist regulär, glaube ich, schon zum Hauptpunkt, wo sich hier alles so vom Tag hält. Niemand ganz zusammen. Ja, kann man so sagen. Ne? Also nicht jeder kann für so einen Massenkoch. Wird es versaut, das kann das schon mit der Stimmung sein, dass die Stimmung in den Keller geht. Ne? Muss man das aushalten, dass es nicht geschmeckt hat. Ja. Ja. Es wird einem doch relativ ungefiltert mitgeteilt. Nach dem Mittagessen nutzen die beiden ihre 2-stündige Bereitschaftszeit für eine Pause. Schließlich liegen noch 17 Stunden vor ihnen. Und jede Minute kann es wieder losgehen. Ich mag es sehr, sehr gerne. So ein bisschen wie ein Ferienlager für große Jungs. Also, um das jetzt mal so runterzubrechen. Es ist vielseitig. Ne? Du hast jeden Tag, du weißt immer nicht, was kommt. Es kann immer was Neues kommen, doch was anderes kommen. Ob es technisch ist oder im Rettungsdienst. Und mir gefällt die Abwechslung sehr, sehr gut.
Durchschnittlich rückt die Feuerwehr von hier in 24 Stunden 6-mal aus. Und manche Einsätze beschäftigen sie länger. Ja, man spricht drüber. Ne? Ich glaube, die Zeiten haben sich geändert, dass man nach Hause geht und das so in sich hineinfrisst. Also mit dem Kollegen, das geht super. Das kann ich beim André nur zum Beispiel immer sagen, da kann man wirklich jeden Einsatz auswerten. Macht man meistens auch, wenn dann doch irgendwie was Größeres war. Das macht man tatsächlich auch bei Einsätzen, die auch gut gelaufen sind. Aber dann hinterfragt man und dann gibt es ja auch Einsatzauswertungen, egal ob auf Feuerwehrseite oder auch beim Rettungsdienst. Ich glaube, das sind wir nicht, oder? Achtung, Einsatzfelder Fahrzeug 1. Einsatz auf Fährschaft. Alle 6 Fahrzeuge. Ein Krankentransport braucht Unterstützung. Der übergewichtige Patient kann nicht mit der Fahrtrage in seine Wohnung gebracht werden. Der Flur ist zu schmal. Ein spezielles Tragetuch ist nötig. Okay, auf 3. 1, 2, 3, hoch. Oh! Oh, und dann du. Schneide die. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Dann seid ihr wieder weg. Auch solche Einsätze, Tagesgeschäft. Inzwischen ist es später Nachmittag. Noch 2 Stunden bis zum Wechsel in den Rettungsdienst. Zeit für Ausdauer und Krafttraining. Das ist ja doch ein doch sehr körperlicher Beruf. Gerade ob es im Rettungsdienstbereich ist, Patienten tragen, umbetten, umlagern oder im Feuerwehrdienst, im Brandfalle jemanden raustragen, schwere Gegenstände. Selbst die Einsatzausrüstung ist ja schon relativ schwer. Und dann nochmal, wenn man doch immer in den Einsatz länger geht, ein Brand geht ja selten 10, 20 Minuten, sondern man streckt sich ja schnell mal ein bisschen länger. Und ja, das ist die eigene Sicherheit. 18.45 Uhr. Schichtwechsel für Alex und André. Nach 12 Stunden gehen sie aus dem Feuerwehrdienst für weitere 12 Stunden in den Rettungsdienst. Ja, es ist mal spannend, ne? Also es kann eine ruhige Schicht werden, kann aber auch eine Schicht werden, wo man so richtig schön ins Klo greift, sag ich mal. Ne? So auf Deutsch gesagt. Ja, wir hoffen auf eine ruhige Schicht. Genau. 2-mal die Woche haben sie diese 24-Stunden-Schicht. Das ist physisch und psychisch anstrengend. Ihre Schicht beginnt alles andere als ruhig. Die Kette? Ja. Das ist heute mal außergewöhnlicher Dienstbeginn. Also wie gesagt, einmal zum Training gefahren. Von der einen Schicht halt eine schwer verletzte Person gewesen. Und das dann halt jetzt, damit das Auto zügig hier in Dienst kann, helfen wir alle mit und machen das so. Also es ist wirklich kein normaler Dienstbeginn. Vorsicht, spitz einmal. Alles spitz. Spitz? Spitz. Okay. Gestell machen wir drüben gleich, ich desinfiziere mal erst. Ich hole mal einen Eimer Wasser und dann fangen wir mal an hier. Ja, ja, sehe ich schon. Achtung, Wasser! Ja! Pass auf, hier machen wir ein bisschen Wasser. Hier machen wir ein bisschen Wasser, ne? Tatsächlich macht man sich über den Einsatz an sich, ich war jetzt ja nicht dabei, nicht weiter groß Gedanken. Ich glaube, das würde einen eher belasten, wenn man das jetzt noch geistig durchspielt. Man fragt natürlich, wie ist was gelaufen, was könnte man... Man nimmt ja doch was mit raus, was man besser machen kann oder nicht besser machen kann. Abend ist wieder der runde Tisch, denn morgens kann man nochmal darüber wieder sprechen. Küchenthema wieder und dann unterhält man sich nur mal, wenn man noch ein paar Eindrücke hat und so. Deswegen. Fertig putzen können Alex und André nicht. Um kurz nach 19 Uhr der erste Einsatzalarm. Müsse Holz abschwemmen mit Schwindel. Bei einer Sprachbarriere. Mal sehen, was uns erwartet. Lisa Stolle ist auch immer noch da. Hat inzwischen ihre 2. Schicht angetreten. Sie springt für eine Kollegin ein. Auch sie hofft auf einen ruhigen Dienst. Er sitzt hier am Fußboden, bitte helfen Sie uns. Wie alt ist Ihr Mann? 86 und ich bin 85. Hat er jetzt Verletzungen? Nein, hat er nicht. Hast du Verletzungen? Nein.
Nein, er ist einfach hingefallen, aber er kann doch nicht die Nacht hier vor dem Bett sitzen. Ja, und Sie schaffen es alleine nicht. Und Nachbar irgendwie haben Sie auch nicht, der ihn hält. Kann ich um diese Zeit nicht mehr. Das sind auch alles ältere Leute. Hm. Bitte, bitte, es ist nur, der Mann ist nur aufzuheben. Ja, wir kommen jetzt raus und helfen Ihnen, ja? Ja, bitte, bitte. Rund 90.000 Einsätze haben die Kollegen in der Leitstelle vergangenes Jahr von hier für das gesamte Einsatzgebiet disponiert. Doch nicht jeder Anruf bei der 112 ist wirklich ein Notfall. Der Bürger ruft wegen allem an. Wegen allem. Wirklich. Zum Beispiel? Hier sitzt ein Fuchs im Wald. Ja, genau. Hier sitzt ein Fuchs in meinem Garten. Hier sitzt ein Reh in meinem Garten. Ich habe eine Taube auf der Terrasse, die will nicht wegfliegen. Das sind so diese klassischen Tieranrufe. Denn das Wasser läuft hier in meinem Keller. Ja, haben Sie den Haupthahn abgedreht? Nö. Kommen Sie mal vorbei. Ich habe mir gestern den kleinen Finger gestoßen. Klassisches Beispiel vor ein paar Tagen. Ich habe mir gestern den kleinen Finger gestoßen. Das tut immer noch weh, wenn ich gegenkomme. Das ist so unser täglich Brot. Kein Bagatellfall ist der Einsatz von Alex und André. Die Patientin bekommt kaum Luft. Heute ist das Team ausnahmsweise zu dritt unterwegs. Ein Kollege macht seine Ausbildung zum Notfallsanitäter. Im Auto machen wir noch ein paar Untersuchungen. Warte, warte. Ne, dann kriegt sie noch eine Nadel im Arm, falls wir Medikamente geben müssen und Blut abnehmen. Und dann fahren wir ins Krankenhaus. Ja. Okay? Okay. Wenn was sein sollte, werden Sie angerufen. Ja, heute anrufen, heute. Ne, Sie können anrufen. Ach so. Und wenn was sein sollte, dann werden Sie angerufen. Okay? Ja, danke. Ihre Nummer haben wir ja. Ja, hallo, und einmal drehen. Zunge raus, ja. Trockene, belegte Zunge. Neben seinem Beruf als Hauptbrandmeister ist André Notfallsanitäter. Hat dafür eine 3-jährige Ausbildung absolviert. So, und dann willst du einen 12er haben, ne? Damit darf er so gut wie alle medizinischen Maßnahmen durchführen. Es ist die höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst. Wisst ihr was? Ich sehe Sie gerade noch nicht. Ich habe Sie getastet. Können Sie einmal den Kopf, können Sie einmal den Kopf ein Stück zurücknehmen? Wir schreiben bei Ihnen jetzt mal ein großes EKG. Mhm. Gucken mal aufs Herz. In keiner Kiele. So, Vorsicht. Vorsicht mal, piek mal einmal. Also sind Patienten mit einer bekannten Herzschwäche, die medikamentös eingestellt ist, aber die Medikamente zurzeit nicht anschlagen. So, daraufhin ist der Zustand verschlechtert. Deswegen auch die resultieren diese Atemnot oder Atembeschwerden, die sie hat, die dicken Beine. Deswegen fahren wir jetzt ins Krankenhaus, damit sie nochmal neu eingestellt wird, eventuell nochmal vielleicht eine Entwässerungstherapie gemacht wird unter Laborbedingungen, sage ich mal, im Krankenhaus. Und dann kommt sie näher bestimmt wieder in die Häuslichkeit. Einen Notarzt musste das Team nicht nachfordern. Die Patientin ist kreislaufstabil. Sitzt ihr soweit, ja, ne? Alex und André arbeiten auch beim Rettungsdienst seit Jahren im Team. Zumindest bei Alex ist die Vorliebe klar. Größte Schwindel, natürlich ist es Feuerwehr. Aber tatsächlich fahre ich auch sehr, sehr gerne Rettungsdienst. Weil gerade bei der Feuerwehr hast du natürlich nicht die Schlagzahl an Einsätzen. Und ja, du kommst auch gerade im Rettungsdienst, das hat was für sich. Also du kommst in viele verschiedene Wohnungen, bedienst alle Klientels. Also das wird tatsächlich, mir macht Spaß. Auf der Feuerwache ist es ruhig geworden. Die Männer nutzen die Bereitschaftszeit zum Schlafen. Auch in der Leitstelle zieht sich die Nacht. Lisa Stolle hält mit 4 Kollegen die Stellung. Ist unsere Telefonanlage kaputt? Weiß nicht. Ist die Polizei wieder an? Ja. Ist ganz schön ruhig gerade. Ne? Ja, verdächtig ruhig. Und dann ist er da, der Alarm. Der Brandmelder in einem Baumarkt hat ausgelöst. Die Meldung geht hier automatisch ein. In 90 Sekunden ist der Löschzug unterwegs. Die 16 Männer haben nur wenige Minuten, um ihre komplette Schutzausrüstung anzuziehen. Wenn ein Baumarkt brennt, dann richtig. Ja, das ist LF1. Ja, die DMZ befindet sich auf der Rückseite. LF1, bitte mal hierher kommen.
Brandmelder 04 hat ausgelöst. Warum ist unklar. Ursachensuche. Ein Feuer können die Männer nicht entdecken. Nach einer halben Stunde ist klar, Fehlalarm. Führungsassistent von B-Dienst kommen. Mit einer abschließenden Rückmeldung, die Anlage wurde dem Betreiber mit technischem Defekt übergeben. Der Betreiber wurde belehrt und die Feuerwehr wird einkommen. Und das E-Team wieder aus. Die 55-11-83-01-05. Rückseite vom Gebäude, Lage völlig unklar, angeblich keine Atmung, nicht ansprechbar. Die Polizei kommt dazu. Eine Frau hat auf ihrer Hunderunde einen reglosen Mann entdeckt. Das Team versucht alles. Aber alle Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos. Ich habe den Hund nur festgekettet, als ich mit ihrem Kollegen telefoniert habe. Also ja. Vielleicht soll ich ihn noch mal schütteln. Ja. Weil das wissen muss, habe ich schon gesagt. Ey, alles gut. Wie gesagt, da konnten wir halt leider nichts mehr machen. Kann ich dir mal einmal geben kurz? Ja. Da haben wir schon mal einen Ausweis. Also. Ja, es war jetzt ein Einsatz, der halt mit nicht so gutem Ende ausgegangen ist. Die Person ist leider verstorben, die wir hier gefunden haben. Warum, wieso, weshalb, ist unbekannt. Aber bei Eintreffen ist halt für uns nichts mehr gewesen. Also wie gesagt, Totenstarre fing schon langsam an vom Kiefer her. Und Körpertemperatur war nicht mehr messbar. Pupillen entrundet, keine Reaktion mehr auf Licht. Um die genauen Todesumstände kümmert sich jetzt die Polizei. Für die Besatzung des Rettungswagens ist hier nichts mehr zu tun. Wenn man sich jedes Paket oder jedes Päckchen aufleibt, was die anderen Menschen haben, dann wird einem dieser Job irgendwann fertig machen. Ne? Deswegen lässt man das am besten gar nicht so an sich ran. Man hat versucht, was man konnte. Und es war halt diesmal ohne Erfolg gekrönt. Inzwischen ist es 14:30. Bis 7 Uhr müssen sie noch durchhalten. Dann ist ihre 24-Stunden-Schicht vorbei. Endlich mal Zeit für Kaffee und Quatschen. Ja, aber wie lange war der jetzt tot? Was schätzt du? Bei den Temperaturen vielleicht Stunde, drei Stunden. Für die beiden Tagesgeschäft. Wenn es runterbricht, ist das genau der Job. Was heute gelaufen ist. Nicht dieses, was bei der Chicago Fire gezeigt wird oder sonstiges, wo man immer der Held der Helden ist. Alles bedacht und ja, kontrolliert. Und nicht irgendwie aus Emotionen in irgendeiner Form oder aus dem Affekt handeln. Das ist, glaube ich, genau in diesem Beruf ist fehl am Platz. Also Helden liegen aufgelöst. Ne? Wer Held ist, der rennt ohne Sinn und Verstand irgendwo rein.